Stefan, Dolly, Ellie und René. Weißt du, was ist? Und Eva war kurz vor mir da. Sagen Sie uns einfach, wer das Gute geklaut hat. Und kommen Sie mir nicht mit dem Handtuch. Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Eva fragen. Hey Leute! Hey! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir. Wer bist du? Was ist mit ihm? Der Kaufhaus kommt. Also Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Banküberfall und heute mit ganz neuen Regeln, denn es gibt zwei neue Polizisten und gleich werden die Diebe nicht miteinander klauen, sondern gegeneinander. Wir haben nämlich, das sind nämlich hier die Diebe, also Eva, Sonny, Ellie und ich, und wir haben gleich zwei Sachen, die geklaut werden müssen, und die Diebe werden überall einmal reingehen und am Ende werden die Diebe sich alle gegenseitig verraten müssen und auch mal den richtigen Täter finden. Das werden die beiden gleich schaffen müssen. Also, es wird sehr interessant. Let's go. Ich habe mein eigenes Squishy mitgebracht. Nein, Spaß vorbei. Was macht Eva da eigentlich? Was macht Eva da? Weiß nicht. Was macht Eva in meinem Studio? Da passiert irgendwas gar nicht so lange. Ja, ich höre irgendwas, aber irgendwie zeigen die auch dann noch nicht tatsächlich. Deswegen bin ich auch noch am Handy, so ein bisschen relaxen, kennst du ja. Das ist ein spannender Abend. Ja, weißt du, bei mir ist halt irgendwie nie. Oh, warte mal, da komm ich mal. Warte, Moment. Was passiert da? Ah, das Gesicht merken wir uns. Warte mal, das sind zwei Gesichter auf zwei verschiedene Stellen. Was ist da los? Er hat den Beutel angepasst. Er hat irgendwas im Beutel rumgekramt. Die junge Dame, warum? Die junge Dame mit dem Leo-T-Shirt kramt auch, oder? Was passiert das? Sie kramt auch da drin. Guck mal, sie kramt auch da drin. Aber sie guckt wirklich merkwürdig in die Kamera rein. Als ob die weiß, dass hier eine Kamera ist. Sie hat irgendwas. Okay. Hat sie irgendwas? Hat sie irgendwas? Nee, sie hatte nichts dabei. Heißt, sie kann auch nichts mitgenommen haben. Was macht Donny da? Was ist denn das? Was ist das? Wir sehen jetzt nichts. Ja. Wir sehen jetzt nichts. Ich sehe gar nichts. Aber ich muss sagen, trotz dessen, dass ich nur seinen Rücken sehe, würde ich sagen, er ist so 58 oder so. Ja, irgendwie so. Der sieht alt aus, oder? Ja. Ist ein alter Rücken. Ist ein alter Rücken. Definitiv ein alter Mann? Ja. Warte mal, was? Aber der hat da nichts genommen. Der hat da nichts mitgenommen, ne? Oder? Hat er? Ja, definitiv alt. Aber. Sieht aber so aus, als ob der da. Warte mal. Ja, warum, denn diese Jugend warum kommen die ganze. Das sind jetzt vier Personen innerhalb von ein paar Minuten. Ja, ne? Nicht mal ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Hat sie was gemacht? Oh, will die junge Dame? Junge, woher wissen die das hier? Moment, sie war doch eben dort. Jetzt ist sie dort. Sind die zusammen? Sind die arbeiten zusammen? Aber ja, die arbeiten ja wahrscheinlich zusammen. Aber der ist noch auf jeden Fall. Der hat nichts mitgenommen. Der hat nichts mitgenommen. Was stehen sie hier so rum? Na so. Das ist der alte Mann von vorne. Der alte Mann, aber ich sehe auch nicht auf deiner Position. Was machen die? Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe gar nichts, was sie machen. Aber warum krabst du? Das kann doch nicht sein, dass er da rumkrabbt im Jutebeutel. Das glaubst du nicht. Und schau mal, dreht sich um, es geht da zu den Squishies. Fass nicht die Puppe an! Er fasst einfach die Puppen an. Als wäre das nichts. Ganz merkwürdiger junger Mann. Er hat die Puppe geklaut. Das ist, aber das ist trotzdem nicht so. Er hat die Puppe geklaut. Diebstahl. Diebstahl. Aber das ist ein kleiner Diebstahl. Das ist das, was der. Was passiert denn da jetzt? Er hat eine weitere Puppe geklaut. Herr Donny! Ist noch da? Ich höre nichts mehr. Ich glaube, wir sollten losgehen und schauen, ob da was geklaut wurde. Let's go.
Komm zurück. Moment, siehst du das? Oh nein. Schau mal, gut, dass wir zurückgekommen sind. Der kramt aber ganz schön gewaltig nach. Was ist das? Aber... Es war doch nicht so voll. Das war ein Fortnite. Es war doch, aber es war doch nicht so voll. Da hat was reingelegt. Da hat was reingelegt. Und die Frage ist... Wir haben einen Böller. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Genau, und die junge Dame war auch nicht da drin. Und ich weiß jetzt auch nicht, was sie jetzt gemacht hat. Den habe ich mitgebracht. Den habe ich Ellie gegeben. Ich bin sehr verliebt. Beutel sehen aber nicht so aus. Wo ist denn der alte Herr? Der hat mich jetzt mal interessiert. Was der jetzt macht mit den Puppen? Er hat die zwei Puppen entwendet aus dem Studio. Er hat Puppen mitgenommen? Ja. Aber was will denn der alte Mann mit so coolen neuen Puppen so? Der weiß doch bestimmt nicht, was das für Puppen sind. Weiß ich auch nicht. Weil er ist so alles sehr krass verdächtig, ne? Weil er ist so, als würde er die neuen Medien gar nicht kennen oder die neuen Sachen. Kennt er auch gar nicht, ihr versteht es auch nicht. Aber dieser Beutel hier, ich glaube, da wurde was geklaut. Ich glaube, da wurde 100% was geklaut. Wollen wir nachschauen? Nee, wir schauen mal nach. Herr da! Einmal den Namen bitte. Einmal den Namen bitte, habe ich gesagt! Muss ich meinen Namen sagen? Sie müssen mir Ihren Namen nennen. Eva. Siehst du, was es ist? Ein Bus? Aus Fortnite? Wissen Sie, warum Sie hier sind? Nein. Das ist kein Kinderspiel, was wir hier gerade machen. Das ist eine Waffe. Aber ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Wissen Sie, was das ist? Ein Blaulicht. Ja. Und wissen Sie, wer wir sind? Polizei. Sie finden das ziemlich lustig, oder? Geht. Weißt du, warum du hier bist? Komm, rede du ruhig. Ich halte mich mal erstmal raus. Komm, probier's mal mit dir zu reden. Mal schon. Eva. Liebe Eva. Eva heißt du, ne? Mhm. Eva. Ich habe jetzt leider auch keinen Stift dabei, den ich. Ja, ich habe genug Stifte, Eva. Okay. Weißt du irgendwas? Weißt du, was mit diesen Squishies passiert ist in dem Studios von Ellie und Katja? Mm-mm. Weißt du, was Squishies sind? Nein. Aber du warst da. Da waren Handtücher in den Taschen. Handtücher? Was für Handtücher? Ich weiß auch nicht. Lass mal jemand schwimmen. Welche Handtücher? Das eine war grau, glaube ich, und das andere weiß. Warte mal, in beiden Beuteln. In beiden Beuteln waren Handtücher. In den einen waren beides. Warum warst du da? Warum warst du da? Genau. Warum warst du da? Ich weiß auch nicht so genau. Anscheinend bringt bei ihr nichts. Scheint sie lächelt die ganze Zeit. Weißt du was? Eva. Warst du da mit jemandem anderem? Also auf dem Flur habe ich andere Leute gesehen, aber die kannte ich nicht. Welche Leute? Wie sahen die aus? Eine Frau und zwei Männer. Wir kommen der Sache schon näher. Also Eva, schau mal. Hier hast du eine Süßigkeit. Wenn du uns beiden hilfst und vielleicht die Namen der anderen Person nennst. Weißt du vielleicht doch etwas? Guck mal, es waren Donny, Ellie und René. Donny, Ellie und René waren es? Und du hast nichts damit zu tun? Nein. Du hast kein Squishy gekriegt? Aber woher weißt du, wie die heißen? Ich kannte sie doch. Aber was hast du dort gemacht? Warum hast du gelogen? Okay, eine Frage. Was hast du da gemacht? Naja, eigentlich wollte ich schon einen Squishy klauen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja schon einen Squishy habe. Und dass ich keinen anderen Squishy brauche, weil der Pinguin, den ich habe, der ist ganz niedlich. Aber ich hätte gerne den Lolli. Weißt du was? Den hat sie sich verdient, oder? Ja, ich habe euch die Namen gesagt. Anderen Verdächtigen. Weißt du mal, das Ding ist. Wer sind die Verdächtigen? Also, sind die deine Freunde? Sind die deine Verdächtigen? Ich kenne die. Zusammengearbeitet? Nee. Sie ist es nicht. Ich arbeite schon alleine. Ich glaube, sie kann sich immer die Schuhe binden, also so wie sie rüberkommt. Hey. Also, die ist das nicht. Also, das ist jemand anders. Möchten Sie, aber sie hat den Lolli verdient, oder? Ja, wir sind nicht. Okay. Raus hier und direkt raus hier, Abmarsch! Denkst du, du riechst von uns einen Lolli oder was? Denkst du, das ist ein Zuckerschlecken? Ganz Abmarsch raus! Lolli! Bringst du sie bitte? Hallo? Nächste bitte! Ellie! Oder wir nehmen Donny. Der ältere Herr. Du weißt, dass das der alte Herr. Wie ist das René oder Donny? Wie ich heiße? Ja. Mein Name ist Geppetto. Lüge jetzt nicht! Geppetto? Ist das nicht der von Pinocchio? Ja! Die Eva gerade. Junger Mann, sorry, ich meinte. Alter Mann. Alter Mann. Kommen Sie mal her.
Ich möchte dir nicht zu nahe kommen. Wissen Sie, was ist das? Das hier ich habe Angst vor dem Gesetz. Was ist? Ein Bus. Das ist eine Waffe. Eine Buswaffe? Es ist eine Waffe. Es ist kein Bus, es ist eine Waffe. Aber wieso ist das die Form eines Busses? Das hat damit gar nichts zu tun. Aber Sie stellen die Fragen. Ich bin nur... Genau. Ja. Wir haben die Frage ist, wie heißt du? Geppetto, habe ich doch schon erwähnt. Nein, das stimmt nicht. Doch, ich René bin... René oder Donny? Wie heißt du? Mein Name ist René. Du, findest du es lustig? Okay, mein Name ist wirklich Geppetto. 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 Was ist das? Mein roten Kreis. Komm, das machen wir jetzt aus. Geppetto, du schaust jetzt den Kreis an. Ja. Und schau jetzt mal raus. Genau, ja. Hier. Geppetto, deine Augen werden schwach. Du wirst müde. Ich bin müde. Und du schläfst jetzt ein. Und Geppetto, sobald ich wieder schnipse, stehst du auf und dann berätst du uns, wer den Squishy geklaut hat. Du wirst wach, Geppetto. Eva. Eva was? Eva. Eva hat das geklaut. Sie war vor mir im Studio. Und als ich in die Tüte reingeguckt habe, habe ich nur ein Handtuch gefunden. Ein braunes, ein schwarzes Handtuch. Geppetto, aber warum hast du dich vor die Kamera gestellt und was da rausgenommen? Ich habe nichts da rausgenommen. Ich habe nur reingeschaut. Das, wow. Das war mein Trick. Ich bin ein Trickser. Ich glaube, dem Geppetto geht es gar nicht gut, aber wir lassen es erstmal gehen. Ja. Aber, Geppetto, ich meine, danke. Aber ich habe noch einen Verdächtigen. Ja? Er ist groß, hat einen weißen Pullover an. Ich glaube, sein Name ist Pinocchio. Okay, Geppetto. Aber man nennt ihn auch René. Geppetto, wenn ich jetzt schnipse, dann schläfst du wieder ein. Wenn ich wieder schnipse, stehst du einfach auf und du hast alles vergessen, was wir hier besprochen haben. So, Geppetto, vielen Dank. Wo bin ich denn hier? Vielen Dank. Hallo? Ah! Hat aber nie gut gemacht, oder? Geht. Der große, junge Mann in weißem Pullover. Weißem Pullover, aber ganz schnell. Oh, ich glaube, wir müssen Verstärkung suchen. Ich rufe mal nicht an. Verstärkung, bitte einmal vor die Tür. Wir brauchen nicht... Nein, wir brauchen die ganze Einheit. Ja. Wie heißen Sie? Ja. René. Hallo. Ich glaube, der lügt nicht. Ich glaube, der heißt wirklich René. René, weißt du... Ich habe eine Frage, René. Du wirkst relativ jung und entschlossen und du bist ziemlich cool, oder? Ja, stimmt. Genau. Kennst du diese Spielzeuge? Die sind so klein und mit denen kann man so... Die kann man so drücken. Drücken, ja. Ja, genau. Die sind so weich. Ja, kenne ich. Und weißt du, wie die heißen? Squishies. Da haben wir es doch schon mal. Also du weißt, was Squishies sind? Hm? Und du warst zu einer besagten Zeit, das haben wir übrigens auf Kamera aufgenommen, in einem Studio. Dort war dieses sogenannte Squishy. Und dort warst du auch und du hast in diesen... Wir haben dich gesehen. Ja, wir haben dich gesehen. Ja, also das leugne ich auch gar nicht, dass ich da war. Also ich war in dem Studio, weil ich wollte mich da mal so ein bisschen umgucken. Ich gebe auch ehrlich zu, ich wollte auch wirklich mal gucken, ob da irgendwas ist, was ich so mitgehen lassen kann. Dann war die Tüte aber schon leer. Also ich hatte gehört auch, dass ja? Da... Ja. Die Tüte war nicht leer. Aber Moment mal, er ist kompromissbereit. Also er kommt schon auf uns zu. Ich verstehe schon, aber die Tüte war nie leer. Also. Warte, wenn du nett bist, René, dann kriegst du eine Süßigkeit. Ja, und was heißt, wenn ich nett bin, wenn ich die Wahrheit sage? Genau. Okay, ja, also die kann ich gerne erzählen. Wer ist die also, Eva. Ich war nämlich im Studio und Eva war kurz vor mir da. Die war ganz kurz vor mir da, als ich auf dem Flur war. Aber diese... Und als ich dann direkt danach reingekommen bin, weil ich schon sowas vermutet hatte, war die Tüte dann leer. Aber wo hat sie denn überhaupt versteckt? Das weiß ich nicht, das müssen Sie Eva fragen. Es sind schon zwei Personen, die gesagt haben, dass es Eva war, oder? Entweder waren die es beide oder es war Eva. Okay, wir glauben, weil er war so nett. Und hier ist noch den Lolli. Kannst du nehmen. Ja, das würde ich nehmen. Danke. Bitte. Wir sind sehr, sehr nett. Danke. Sie können jetzt gehen. Okay. Warum machen nicht immer solche? Ja, das ist eigentlich ein ganz korrekter junger Mann. Ja, sieht zwar aus wie ein Bär, aber ist ganz nett. Ja, schön, ganz schön. Die junge Frau da, bitte. Ja. So, zu der haben wir aber ganz viele Fragen. Name? Ellie. Ja, Ellie. Immerhin lügt sie nicht beim Namen. Ah, LLY. Genau. Weiß ich nicht. Ellie, wir haben sie gesehen. Mhm. Leugnen sie es am besten gar nicht. Mache ich auch nicht. Sie wissen vielleicht selber, worum es hier geht, oder? Ja, ich weiß, worum es geht und ich habe auch meine Kollegen gesehen. Kollegen? Ah, Kollegen, also sind sie ein Team? Ja, was heißt Team? Also ich kenne diese Leute. Ich habe gesehen, da gab es irgendwie so ein... Die haben sich da irgendwie in diesen Räumlichkeiten aufgehalten, das habe ich gesehen.
Deswegen bin ich dann halt auch als Letzte, also sie haben es ja eh gesehen, ich bin da als Letzte auch reingegangen, um zu gucken, was da jetzt so interessant war, weil die haben irgendwas dabei an dieser Tasche gehüllt. Ich habe halt auch zum Schluss als Letzte reingeschaut, weil ich wissen wollte, was da so interessant ist. Weil ich wollte unbedingt herausfinden, du warst was aber mehrmals ist da jetzt, du, bist, du warst aber mehrmals da. Ja, ich habe einmal kurz reingeschaut, genau, und habe dann... Dann nochmal reingeschaut? Genau. Ich mein Interesse. Und ich bin komplett vor die Kamera gegangen, sodass wir nichts gesehen haben. Dass wir nichts gesehen haben. Nix. Ja, ich wusste gar nicht, wo die Kamera... Ich stand doof davor, kann sein. Aber genau, ich habe dann auf jeden Fall... Was kann sein? Du hast die Kamera gesehen oder nicht? Hast du die Kamera gesehen oder nicht? Ja, ich habe die Kamera, ich habe gesehen, dass sie da oben war. Ich wusste jetzt aber nicht, wo sie jetzt genau positioniert ist. Also beziehungsweise welcher Bildausschnitt drauf ist. Also du hast sie gesehen, aber du hast sie doch... Ellie, genau. Wir reden ganz schön viel. Ich rede gerne. Ja, ja, und Lügner reden auch gerne viel. Kann sein. Genau, auf jeden Fall habe ich dann halt in diesen Beutel geguckt und da war halt so ein schwarzes Handtuch drin und das war's. Also ich weiß nicht, warum alle so ein Hype wegen so einem schwarzen Handtuch jetzt machen. Keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Du weißt schon, dass da keine Handtücher eigentlich drin waren. Ellie, möchtest du vielleicht mal eine Mütze aufsetzen? Nee. Warum? Sind wir bei Wünsch dir was oder was? Sag mal! Das wäre schön, aber ich glaube nicht. Sind wir, sieht das aus wie ein Zirkus oder was? Sehen wir aus, als hätten wir eine Uniform, die nur als Verkleidung da dient oder was? Also, jetzt sagen Sie einfach, wer das Gute gefällt. Und kommen Sie mir nicht mit einem Handtuch. Das Problem ist, ich weiß es leider nicht so, ich kann es nicht zu 100% sagen, wer es war. Ich möchte auch nicht jemanden falsch verurteilen. Ich habe gesehen, dass alle da, wie gesagt, die waren alle da in diesem Raum und ich habe keine Ahnung, warum so ein Hype wegen so einem blöden Handtuch oder Squishy oder was auch immer gemacht wird. Ich weiß es nicht. Verdächtig schien mir der Mann, da war so ein Mann mit so einem Fleck auf dem Schuh. Der schien mir verdächtig und dieser Mann mit dem Plüsch, mit diesem Plüschoberteil. Also zwei Männer. Ja. Weil zwei Männer verdächtig. Ja, also der mit dem Plüschoberteil schien mir verdächtig. Ist dieser? Weil der hier diese Taschen hat. Da könnte man was verstecken. Ellie, eine Frage. Mhm. Eine Frage. Wenn du schon so nett bist, kannst du irgendwas zu der Eva sagen? Also Eva habe ich da auch gesehen und die war auch im Raum, aber ich weiß nicht, weil ich habe... Fandest du die nicht verdächtig? Nein, nicht. Es ist Ellie. Glaub es mir, es ist Ellie. Das ist Ellie? Ja. Sie redet und beschuldigt jeden. Die anderen beiden jungen Männer haben nur eine Person beschuldigt. Sie beschuldigt gerade alle. Verstehst du? Sie möchte alles, um von sich abzulenken. Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist Ellie. Natürlich können wir auch falsch liegen, aber ehrlich, Sie haben einen ziemlich teuren Ring am Finger, sich gerade. Oh, dann, ja. Haben Sie den auch geklaut, oder? Nee, das ist eigentlich nur ein billiger Modeschmuck, aber finde ich, freut mich, dass der teuer aussieht. Ja. Schön, Ellie. Hm. Wir kommen nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ellie, vielen Dank. Wir sehen uns dann. Ja. So. Was machen wir jetzt? Also wirklich, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Also. Ich weiß auch nicht. Es wurde jetzt zweimal Eva beschuldigt. Ellie hat natürlich alle drei beschuldigt. Aber dieser Donny, der sich für Geppetto ausgegeben hat, der kam mir auch ein bisschen suspekt vor. Warum hat er gesagt, dass er Geppetto ist? Wenn Eva wirklich gesagt hat, dass er Donny heißt. Wir sind ja beides keine Hypnotiseure. Ich glaube, er hat uns ausgetrickst, der junge Mann. Oder der alte Mann, sorry. Er hat uns ausgetrickst. Und ich meine halt, wenn er so alt ist, dann ist er halt... Erfahrung, oder? Der ist Erfahrung. Genau. Der hat Erfahrung. Der ist ein ziemlich guter Lügner. Der hat Erfahrung. Aber weißt du was? Ich überlasse das dir. Du darfst entscheiden, wen wir festnehmen. Das ist der Geppetto. Geppetto? Ich denke, der alte. Der war mir nicht sympathisch. Okay, dann nehmen wir jetzt Geppetto fest. Let's go. So. Wir haben den Verdächtigen gefunden. Sie war's, oder? Oder Geppetto, sie war's, oder? Ja. Geppetto, komm mal, steh mal auf, Geppetto. Auf. Geppetto, die sind hiermit offiziell festgenommen. Oh, oh Mann, wieso denn das? Du, Geppetto. Ciao. Hat das Puppenspiel ein Ende, wa? Genau. Ja, genau. Sag mal, leider. Wie viel hast du geflaut? Meine Schalade hat nicht funktioniert. Hast du geflaut und wie viele? Und Leute, wisst ihr, ich bin's Donny. Oh nein! Also, ich habe eins geklaut, ja. Oh. Aber nur eins. Und? Nur eins. Okay. Nur eins, aber das war bei Katja im Studio. Ja, okay. Andere war bei Eva zum Beispiel. Keine Ahnung. So, und jetzt gehen wir der Reihe nach. Eva? Was hat er geklaut? Keins. René? Oh nein, ich hab... Jawoll! Ich hab euch doch gesagt! Ich hab euch doch gesagt! Ich hab doch...
ich habe euch doch gesagt, ja. Ich habe einen Verdächtigen, René. Nee. Und ich habe auch beide gesagt. Und ich habe nicht alle, ich habe Eva auch gesagt, nein. Aber ja, immerhin haben wir einen. Wir haben einen. Wir viel haben Spaß mit Geppetto, ich mache mir ein schönes Leben. Ciao. Oh. Ja, ciao, ciao. Aber Geppetto. Geppetto, du bist trotzdem festgenommen, komm mit. Oh Mann, Willi. Muss ich? Tschüss. Boah, ey. Und putz deinen Schuh nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommen, die kommen von alleine.